Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und Willkommen zur neuen One App a Day Folge. Nein, keine reguläre One App a Day Folge. Ihr werdet es gehört haben. Ich hoffe, dass überhaupt noch HörerInnen übrig geblieben sind. Es gab jetzt eine Weile unangekündigt keine neuen Folgen. Und es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis neue Folgen kommen. Warum? Ich will da gar nicht so ganz genau, ehrlich gesagt, ins Detail gehen. So ein bisschen Privatleben ist halt auch Privatleben. Aus mehreren Gründen fühlte ich mich persönlich einfach überhaupt nicht gut. Und also nichts Körperliches, eher was Psychisches. Und ja, es ist jetzt so langsam, geht's wieder besser. Ich hatte ja die Folgen, die da kamen, noch ja, voraufgezeichnet. Und wie gesagt, es wird weitergehen. Auf jeden Fall. Ich hoffe bald. Ich will mich persönlich da aber ehrlich gesagt auch nicht so unter Druck setzen. Wie gesagt, es wird weitergehen. Und ich hoffe, dass noch HörerInnen da geblieben sind, die den Podcast dann auch weiterhören werden und dass ihr weiterhin auch irgendwie Spaß an den Folgen habt oder die eine oder eine andere interessante App, Serie, Film, na was auch immer ich da halt so bespreche in den Folgen. Irgendwas für euch herausziehen könnt, was irgendwie für euch interessant ist. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Macht's gut und bis demnächst. Ciao. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.